Hallo liebe Meerwasserfreunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ein Video über mein Algenaquarium, Algen-Weichkorallen-Aquarium. Und zwar werde ich jetzt über mehrere Wochen filmen und das Aquarium begleiten, wie ich mit dem Phytoplankton versuche, die roten Cyanobakterien loszuwerden. Schaut das Video, wenn ihr wissen wollt, wie erfolgreich ich am Ende war. Das Aquarium selbst steht jetzt schon im dritten Monat. Die Einlaufphase ist soweit ganz gut gegangen. Real Reef Rocks, Lebenssand mit Starterbakterien etc. angeimpft aus einem anderen Becken, also so ein Bioblock von Maxpect mit reingelegt ins Aquarium. Wasserwerte sind wirklich tipptopp, vor allem durch die Makroalgen habe ich wirklich sehr wenig Nitrat und Phosphat. Daran kann es auch nicht liegen, dass ich ein Cyanobakterienproblem habe. Ich habe jetzt die letzten 5 Wochen eine Kur von Microbe Lift, Night Out und Special Blend versucht, aber das hat nicht wirklich zum Erfolg geführt. Dadurch, dass es ein Algenaquarium ist, sind die Makroalgen, die schönen lilanen, die diversen Caulerpa-Algen, die mit den Blasen, die grünen und so weiter, so, dadurch ich die wirklich kultivieren möchte in diesem Becken und nicht absterben lassen möchte, möchte ich jetzt mal probieren, mit dem Phytoplankton dagegen zu wirken. Das heißt, ich werde jetzt 4 Wochen lang jeden Tag 100 Milliliter pro 100 Liter Wasser dosieren. Das heißt, in diesem Becken sind nicht ganz 200 Liter. Das heißt, ich werde zwischen 150 bis 200 Milliliter am Tag in dieses Becken am Abend, kurz bevor das Licht ausgeht, dosieren. Ich werde mal die Cyanobakterien weiter nicht stören. Das heißt, ich werde sie nicht jetzt groß auffächern, absaugen etc. Ich werde einfach mal schauen, wie das wirkt. Ich gehe gleich mal mit der Kamera drauf, sodass ihr mal genau seht, wie die Situation heute aussieht. Das ist jetzt nicht super tragisch, aber gerade auf den Algen, manchmal auf den Real Reef Rocks, finde ich doch die ein oder anderen Cyanobakterien am Filter. Tunze Comline Filter sind Cyanobakterien ein bisschen an der Rückwand, im Sand nicht wirklich. Sieht halt nicht schön aus und ich möchte jetzt mal probieren, ein bisschen biologisch dagegen zu steuern. Dieses Aquarium hat keinen Abschäumer, keine UV-Anlage, keinen Ozon, das heißt, ich muss nichts ausschalten beim Zudosieren. Ich habe auch schon an der Strömung rumgespielt, bei mehr Strömung, weniger Strömung. Es ist auch einiges besser geworden, aber trotzdem, gerade auf den Algen, ist immer, am nächsten Tag sind wieder Cyanobakterien. Schaut es euch doch mal an und begleitet mich auf dem Weg und dann ziehen wir mal nach 4 Wochen ein Fazit. Ich habe hier von Plankton Plus das Phyto Red. Eben, ich werde das täglich dosieren und alle paar Tage mal ein Video vom Becken machen, sodass ihr das begleiten könnt und wir ein bisschen so eine Langfristprognose abgeben können, wie erfolgreich dieses Produkt in diesem kleinen Aquarium funktioniert hat. Nochmals, Wasserwerte sind tipptopp, niedrige Nährstoffe sind leicht nachweisbar, aber auch nicht wirklich sehr hoch, aufgrund eben der Algenkulturen, dadurch, die natürlich viel Phosphat, Nitrat verbrauchen. Hier auf dieser schönen, dichten, dunkelgrünen Alge, unter der übrigens ein Knallkrebs lebt, seht ihr wirklich auch überall die Cyanobakterien, die aufsteigenden Luftblasen. Ihr seht, der Sand ist soweit in Ordnung. Dann hier um die Anemone herum ist soweit auch alles in Ordnung, aber der oben dieser kleine Pilzableger ist voll Cyanus und auch der Stein, den habe ich schon mehrfach befreit, der kriegt immer so richtige, schlierige, dicke Cyanoschicht. Der Rest der Real Reef Rocks sieht soweit jetzt in Ordnung aus. Diese lilane Alge ist komplett mit Cyanus bedeckt. Hinten bei den pumpenden Xenen ist soweit alles in Ordnung. Auch da die Caulerpa ein bisschen voll Cyanus. Und wo man es wirklich ganz doll sieht, ist am Equipment. Wenn ich hier mal nach oben gehe, hier am Tunse Comline Filter, komplett voll Cyanus und die Rückwand zum Teil auch. Also es ist nicht so besonders schön, es ist jetzt nicht ein Riesenausbruch, oder? Ich muss jetzt da jetzt nicht fürchten, dass das ganze Becken in Cyanus versinkt, aber an einigen Stellen ist es doch jetzt mittlerweile nervig, sodass ich nochmal jetzt ein anderes Produkt probieren möchte. Wenn ich jetzt hier mal schaue, zum Beispiel auch hier diese schönen Röhrenkorallen, die sind auch voll Cyanus und kommen deshalb nicht mehr so schön raus. Die Kenia-Bäumchen stehen soweit in Ordnung, hier oben ist jetzt gerade ein bisschen geärgert worden von der Luft, die jetzt diese Oberflächenabsaugung gerade ins Becken bläst. Das ist jetzt der erste Tag, an dem ich
das Phytoplankton entsprechend dem Becken zugegeben habe, die höchste Dosierung, die angegeben ist auf der Verpackung. Und jetzt schauen wir doch mal, wie sich die nächsten Tage und Wochen entwickelt. So sieht das Aquarium jetzt nach genau einer Woche aus. Das heißt, eine Woche lang habe ich jetzt Phytoplankton dosiert. Gehen wir mal näher ans Aquarium heran. Da sieht man jetzt schön, die Belege sind zum Teil zurückgegangen. Sind natürlich nicht ganz verschwunden, hatte ich jetzt auch nach einer Woche nicht erwartet. Denn das heißt ja, man sollte eigentlich so einen Monatschor machen mit dem Phytoplankton. Was man aber schön sieht, diese ganzen roten Fäden, die so dranhingen an diesen Algen oder an den Steinen, die sind weg. Hier hinten dieser schleimige Belag, ist schon fast schwammartige Cyanobelag, den muss ich bestimmt demnächst mal abzupfen und dann kann ich mal gucken, ob der wieder neu kommt. Aber ansonsten sind die Steine komplett frei von Cyanos. Die Rückwand ist soweit in Ordnung und auf der Filter, dort gehen die Belege leicht zurück. Bin mal gespannt, wie es in einer weiteren Woche aussieht. Jetzt die zweite Woche der Behandlung der Cyanobakterien mit dem Phytoplankton rum. Jetzt gehen wir mal kurz durchs Becken. Ihr seht, sieht deutlich besser aus. Auf den Steinen und Algen ist eigentlich nichts mehr übrig. Hier und da sieht man noch ganz leicht die Belege. Bei dieser kleinen Pilzlederkoralle habe ich mal diese schwammartigen Belege abgezupft, sind noch kleine Überreste dran, aber die werden nicht mehr größer. Also sieht nicht schlecht aus. Ihr seht, an der Rückwand hinten ist auch nichts mehr. Am Filter nichts mehr. Also Cyanos sind wirklich komplett auf dem Rückmarsch. So, jetzt ist die dritte Woche rum mit Phytoplankton PhytoRed zu dosieren. Ihr seht, auf den Algen, auf den Korallen, auf den Real Reef Rocks oder Ablegersteinen ist soweit alles in Ordnung. Das heißt, ich denke, die Cyanos sind so gut wie besiegt. Ich werde jetzt noch die vierte, vielleicht eine fünfte Woche dosieren. Musste mir auch jetzt ein zweites 5 Liter Gefäß nachbestellen. Was mir auffällt hier hinten, ich zoome mal ein bisschen ran, unter der Gorgonie sind leicht grüne Cyanobelege. Wenn sich das aber nicht weiter ausbreitet, ist es okay. Mal schauen, ob das jetzt auch mit der Planktondosierung weggeht. Ich habe heute mal wieder meinen monatlichen Wasserwechsel gemacht. Da sind so kleine Luftblasen hier und da auf den Algen oder Steinen. Aber ansonsten habe ich nichts dosiert. Wir sind jetzt am Ende der Behandlung mit Phytoplankton. Ich werde jetzt die tägliche Dosierung einstellen und noch eine kleine Erhaltungsdosierung, so ein, zwei Mal die Woche ins Becken geben. Es sind jetzt wirklich alle Cyanobelege verschwunden. Hier oben hatte ich zum Teil ein paar so grünliche bekommen. Die habe ich jetzt vor ein paar Tagen weggepustet, ist soweit in Ordnung. Stört euch nicht, hier hinten das Kenia-Bäumchen ist ein bisschen geknickt. Ich hatte heute den großen Ablegerstein rausgenommen, weil an der Seite, wo da zwei Farbenblenny sitzt, waren Kugelalgen dran. Die habe ich abgebürstet. Und jetzt zickt es natürlich ein bisschen herum. Im Becken soweit in Ordnung, keine Cyanobakterien mehr. Hier sind nur noch auf der Alge ein paar Luftblasen, weil oben mal wieder vom Oberflächenabsauger einige Luftblasen ins Becken geblasen werden. Eben sieht soweit ganz gut aus. Also ich würde sagen, für diesen Versuch, für dieses Becken war das PhytoRed erfolgreich in der Anwendung. Und ich bin jetzt mal gespannt, wenn die Werte so stabil bleiben, ob sie auch nicht zurückkommen. Denn ich habe eigentlich mit diesen Makroalgen eine gute Konkurrenz für diverse Nährstoffprobleme geschaffen. Die anderen Hauptelemente wie KH, CA messe ich jetzt doch regelmäßiger als gedacht bei diesem Becken. Das heißt, KH muss ich wirklich jetzt fast wöchentlich ein bisschen nachdosieren. Calcium wird nicht wirklich bei so einem Weichkorallenbecken verbraucht. Und Jod gebe ich hier und da ein bisschen nach, wobei das ein bisschen schwierig zu testen ist. Ich zoome noch mal kurz ran, schwenke über das Becken und damit beenden wir dieses Mini-Video zur Planktonkur meines kleinen Weichkorallen-Makroalgenbeckens, um die Cyanoplage loszuwerden.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht mehr draus.